Im nächsten Lied möchte ich Vorurteile bestätigen. Das Vorurteil, dass Jammer aussieht, das ist sehr schön. Natürlich jammern wir, klar. Ich möchte das selber mitjammern im Lied. Ich sag mal so, nach dem Nachmacherfragen jammern die meisten von sich aus. Aber alle, die über 40 sind, jammern nach die Arbeit. Aber ja, ich bin berechtigt, solche Lieder zu schreiben, weil ich Kinderprogramme mache und dann deswegen bin ich berechtigt. Und wie jammern wir? Jeder, nein, ich sag jetzt vor, wir jammern folgendermaßen. Mit zuhören und dann mitmachen. Einmal alle. Wichtig, auch beim Jammern nicht hetzen. Wer hält sich für das Wichtigste? Spucke, Entschuldigung. Obwohl man es kann. Ja. Selten so schön, dass man wirklich im Flug kommt und sagt, das müsst ihr öfter machen. Ja. Wer hält sich für das Wichtigste auf dieser ganzen Welt? Wer ist noch viel bedeutender, als jemals hier ein Held war? Wer ist was ganz Besonderes, was es noch niemals gab? Wer bricht sofort und gleich über allen anderen den Stab? Wer denkt denn echt die ganze Welt, die dreht sich nur um ihn? Wer wäre selbst die Hauptstadt, gäbe es nicht schon Berlin? Junge Eltern, denn sie drehen am Rad der Welt. Überforderte Eltern, jeder von ihnen ein Held. Selbstbewusste Eltern und an jeder davon spricht so laut und deutlich mit seinem Kind, mit Jason Penelope, dass es im ganzen Zug zu hören ist. Die Ohren tun mir weh, die Kinder achten gar nicht drauf und machen nur das, was sie wollen, denn Kinder heutzutage müssen nicht, die dürfen nicht mal, sollen jetzt. Wer parkt in dritter Reihe und womit? Na klar, mit Recht. Wer zweifelt niemals nicht an sich, aber ihr wisst, alles echt. Und wer darf noch vor jedem Arzt an allem gleich vorbei? Wer hat mehr Rechte als ein Staatsanwalt, die Polizei? Wer geht damit echt allen anderen Leuten auf den Sack? Wer fällt für mich in die Kategorie nerviges Pack, Junge? Die Art von Mensch, die jeder liebt, nicht weiter wissende Eltern. Mein Gott, was es nicht alles gibt. Ratgeber lesende Eltern ist heutzutage ein Beruf. Und solche Eltern fahren ihre Kinder früh im Suff bis auf den Schulhof und zum Abschied wird dann extra laut gehupt, damit Glenn Jason nochmal Richtung SUV von Mama guckt. Fällt Ansgar hin, steht er nicht selbst auf, dann kommt Papa und dann stellt er wieder hin. Oder die Mama macht's, denn beide sind ja Eltern jetzt. Das ist aber Inbrunst drin. Selbst 39-Jährige. Wer nennt den Nachwuchs Wesley? Wesley heißt selbst aber hinten Schmidt. Das Schwesterchen hört gar auf Chardonnay. Und wie die Kinder heißen, so werden sie auch erzogen, beziehungsweise gar nicht. Selbst wenn mal die Fetzen flogen, wird niemals durchgegriffen oder etwas streng gerügt. Das sind kleine Persönlichkeiten. Na, da genügt es, wenn man mit ihnen wie mit einem Erwachsenen spricht, dass sie gerade mal 2 Jahre alt sind, das fällt nicht ins Gewicht. Ab 3 nimmt man die Fenster abends auch mit ins Theater. Dort stören sie dann alle, außer Mutterlein und Vater. Kein Lehrer in der Schule hat das Recht, irgendwas zu sagen, das dürfen nur die Eltern. Und natürlich auch die Blagen der Eltern. So mancher Lehrer träumender Alp, von sich überzeugte Eltern, denn alle wollen sie seinen Skalp. Besser wissende Eltern, Herr Makarenko, nichts studiert.
alarmierte Eltern. Sie kommen während des Unterrichts mit in die Klasse und erklären dann dem Lehrer seinen Ruf. Der zweifelt ab sofort an Gott, denn eben jener, der er schuf. Nicht nur die beiden Trauben, die kann man wenigstens keltern. Denn er ist schuld an allem, denn er schuf auch Eltern. Für jedes Kind haben sie eine App. Smartphone-affine Eltern, die meisten machen sich zum Depp. Instagrammende Eltern, ich hab schon viele ausgelacht. Facebookende Eltern, und was das Kind will, wird gemacht. Es gab mal Zeiten, wo es Grenzen gab, viel Strenge und auch Liebe. Heute tanzen Freier, Lina und der Finn den Eltern. Auf der Rübe rum sind hochbegabt, vertragen kein Gluten, haben ADS. Vor allem aber haben sie Eltern. Und was haben wir? Den Stress jetzt. Das ist nicht lustig. Solche Eltern dann für 15 Euro eine CD mit meinen Kinderliedern, finde ich sie plötzlich ganz okay. Von meinen Eltern.